Der Krebs wurde wahrscheinlich vor einem halben Jahr entdeckt, was Rosi Mittermeiers Tod bekannt ist von Florian Schiemack. Das Skifahren in Deutschland trauert um den Verlust von Rosi Mittermeier. München, Garmisch-Partenkirchen. Die deutsche Sportwelt trauert um einen außergewöhnlichen Athleten und eine ganz besondere Person. Kurz nachdem er bekannt wurde, reagierten unzählige Gefährten und Freunde auf die Nachricht von Rosi Mittermeiers Tod. DSV-Präsident Dr. Franz Steinle nannte es eine Seele des Menschen. Ex-Skistar Markus Wassmeier fand auch emotionale Worte. Sie können nicht finden eine solche Person wieder. Sie hinterlässt eine große Lücke. Name: Katharina Rosi Mittermeier. Geburtsdatum: 5. August 1950. 4. Januar 2023. Sporter Erfolg: Olympisches Abreise von Olympia Gold, Olympia Silber, Riesen 1976. Weltmeisterschaft Jaslalom 1976. Weltcup Kombination Silber, Riesen Gesamtsieger. Weltmeisterschaft Jahr Kristallball Kombination. Kristallball 10 World Cup Siege. Auszeichnungen: Deutschlands Athlet Jahres, Olympischer Orden des IOC, Golden Sport Pyramide, Hall of Fame deutschen Sports, Bayerische Europäische Medaille, Golden Sports Honor Abzeichen deutschen Skivereinigung Kinder, Amelie Neureuther, Felix Neuter. Rosi Mittermeier ist tot. Sie selbst hat den Postboten, Erzählern, selbst gemacht. Mittermeier hatte eine der größten Parteien der deutschen olympischen Geschichte sichergestellt, als sie 1976 in Innsbruck Gold in Abflug und Slalom und einst Silber im riesigen Slalom gewann. Hör man, im Laufe der Jahre wurde Gold Rosi als eine Art Popstar gefeiert. Anlässlich ihres 70. Geburtstages erinnerte sich Mittermeier: Im Haus meiner Eltern war ein ganzer Raum voller Post und Pakete, sagt sie bei Die Zeit. 27.000 Briefe kamen in einem Monat, was der Postbote uns sagte, was völlig dumm geworden ist, weil er die ganze Flut in die Winkelmosal musste. Rosi Mittermeier, Gold Rosi, auch erfolgreich nach aktiver Karriere. Sie nutzte ihre Popularität nach ihrer aktiven Karriere und verfolgte unzählige Projekte. Als Werbebotschafterin reiste sie in die Welt mit ihrem Ehemann, ehemalige Skirennfahrer Christian Neureuther. Gründete Mittermeier eine Familie in Garmisch-San Felix, später zu der der erfolgreichste deutsche Rennfahrer in der Geschichte. Weltmeisterschaft. Darüber hinaus wurde Rosi Mittermeier zusammen mit ihrem Ehemann eine Art Ikone im nordischen Spaziergang. Laufen sie mit den ersten Damen durch Garmisch-Partenkirchen. Rosi Mittermeier dead. Bayern trauert um den Verlust von Skistar. Sehen Sie sich ihr Leben in Pictures Photo Gallery an. Die Todesursache von Rosi Mittermeier. Was ist bisher bekannt? Selbst dann war Rosi Mittermeier nicht da. Januar 2023 nach einer schweren Krankheit in der Familie eingeschlafen ist.